Hallo liebe YouTube-Gemeinde und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Julianus Caesar Palace YouTube-Kanal, der euch heute für einige Zeit unterhalten wird und meinen adligen Freund Johannes Oletor. Ja, stell dich vor. Ja, hallo. Julianus, hast du die leise Vermutung, dass ich von, dass mein Vorfahre Friedrich der Dritte ist? Ich weiß auch nicht genau wieso. Nein, 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 das sagen wir erst am Ende dann. Okay. Wenn wir jetzt ehrlich sind, über Friedrich den Dritten Ja, reden, stimmt. ist das ja nur dumm. Okay, wo waren Genau, also, genau, na, ich erzähle da ein bisschen was so über genau. mich. Und heute wollten. Warte du. Genau, und ja, wir machen auch wieder so ein kurzes Live-Update, so wie es bei uns gerade läuft und was ihr von uns in den Sommerferien für Videos erwarten könnt. Also, genau. Und genau, ich habe jetzt in 3 Wochen so in etwa meine Abschlussprüfung quasi und danach hoffentlich Sommerferien, wenn ich die Prüfung nicht im September wiederholen muss, was ich natürlich nicht hoffe. Und genau, aber ja, also ich muss schon sagen, also. Jetzt durch den Anfang vom Semester war ich eigentlich eh schon ziemlich ausgelaugt. Also nach dem ersten Block hat es mir eigentlich schon gereicht. Aber genau, jetzt bin ich eh schon durch und passt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in den Sommerferien wieder mal unseren alten Freund Marius, dass er Ja. uns unterstützen kann bei einer nächsten SpongeBob-Folge oder Ja, sowas. wer weiß, vielleicht treffen wir uns mit Marius, machen ein YouTube-Video, vielleicht auch nicht. Könnte auch sein, dass wir den Marius hier nie wieder zu Gesicht bekommen, weil er sich mit diesen, wie er damals in der Reise nach Niederschleins gesagt hat, sich mit diesem Scheiß nimmer mitmacht. Zitat Marius. Weil man muss ja heutzutage immer seine Quellen angeben. Jetzt muss ich nur noch 4 Bücher finden, in denen das drin steht. Und ja, das beschreibt ungefähr mein Unileben, falls euch das interessiert. Aber ich schätze mal, falls euch das nicht interessiert hätte, hättet ihr schon längst von dem Video abgelegt und euch irgendein BuzzFeed-Video stattdessen angeschaut. Ich persönlich bin ja ein Fan von BuzzFeed Murder Mysteries. Und ja, ja, das war's mit diesem Live-Update von Julianus Caesars Leben. Und dann, ja, denkt immer an Friedrich den Dritten, wenn es euch schlecht geht. Und Wiedersehen. Wiedersehen, liebe YouTube-Gemeinde.